Moin Moin und grüß euch hier zurück auf der Thüringen 2.0. Ich bin der Smacky und ich bin gerade dabei, hier den letzten Streifen zu grubbern. Unserem neuen Grubber. Und ich wollte euch mal eben mitnehmen, weil hier kommt gleich eine schöne Steigung. Und euch mal zeigen, wie unser John Deere denn damit klarkommt. Also maximale Arbeitsgeschwindigkeit sind 15 km/h für den Grubber. Und noch hält er sie konstant. Also ein klein bisschen wird er wahrscheinlich gleich runtergehen. Hat es an anderen Stellen, dass er bis auf 13 km/h runtergegangen. Aber anscheinend diese Steigung kriegt er auch noch so hin. Also selbst mit so einem großen Grubber, der 500 PS braucht, schafft der John Deere das hier ohne Probleme. Diese Steigung hoch, das ist schon eine kleine Steigerung gewesen. Aber es hat er mit Bravour gemeistert. Ja, wunderbar. Dann sind wir hier jetzt durch. So, dann klappen wir ein, das Ganze. Wunderbar. So, und was haben wir vor? Wir wollen natürlich das ganze Feld, was wir gerade gegrubbert haben, neu ansehen. Und dafür, wie ja schon in der letzten Folge angekündigt, wollen wir wahrscheinlich eine neue Sämaschine kaufen. Aber wieso klappt denn das nicht ganz ein? Nee, wir einklappen. Müsste das nicht eigentlich hier noch absenken? Keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Das gucke ich mir dann nochmal separat an. Ich stelle den Grubber hier einfach schon mal auf den Waschplatz. Und lasse den erstmal stehen. Dann wasche ich den nachher. Wo ich ihn wegstelle. So. Und wir springen jetzt mal zum Händler. Ich habe mir gedacht, wir nutzen jetzt einfach mal einen Anhänger, den wir sonst gar nicht so benutzen. Das ist unser Tieflader. Der steht meistens noch rum. Aber heute holen wir damit mal unsere neue Sämaschine ab. So, mal kurz beim Gebrauchtwarenmarkt schauen. Da gibt es hier einen Teleskoplader. Einen Schäfer, den brauchen wir jetzt nicht. So, lass uns mal schauen. Sägetechnik, wo haben wir es denn da? Also wir brauchen normale Einzelkorn-Sägetechnik auch bestimmt irgendwann. Hier haben wir natürlich eine Mod drauf. Replanes. Die kann letztendlich beides. 10,2 Meter. Ist die Frage, wollen wir das machen? Ganz realistisch ist es ja nicht. Ich glaube, das mache ich nicht. Auch wenn wir die Mod haben, aber nee. So, jetzt haben wir hier die Querneland. 12 Metern. Die Amazone mit 15 Metern. Die Lemke mit 12. Und die fällt eh schon raus. Aber ich würde sagen, auch wenn es die teuerste ist, mit 15 Metern. Also die einzige von den dreien mit Düngefunktion. Nehmen wir die Amazone, oder? Man gönnt sich ja sonst nichts. Von den Reifen her. BKT sind ja. Sieht schon ganz gut aus. Nehmen wir die mal. So, kaufen. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch, bevor wir, wow, Riesenteil, bevor wir die letztendlich aufladen, könnten wir noch ein bisschen Saatgut einfüllen. Big Bag, nochmal Mineraldünger, nehmen wir mal 4 Stück, weiß nicht genau, wie viel reinpasst. Und Saatgut
Nehmen wir auch mal die 4 Stück. Bleibt bestimmt was übrig, kann ich mir vorstellen. Den können wir schon mal ausklappen. Halten die Rampen runter. Und jetzt versuchen wir, das ganze Ding mal aufzufüllen und auch den Tieflader zu bugsieren. Aufpassen, dass wir es nicht in den Unimog laden. Und falsche Taste. Eher zum Auffüllen. So. Okay, da stehen wir schon wieder zu weit weg. Das passt jetzt. Ah, und würde doch noch mehr reinpassen, ne? So, jetzt hier ein bisschen hin und her buxieren. Und einladen. Dünger können wir dann noch einmal nachholen. Dann gucken wir mal, wie viel wir reinkriegen. So, ein kleiner Schritt zurück. Okay, Saatgut haben wir. Ein Big Bag zu viel gekauft. Der Rest kommt jetzt in den Unimog rein. Und dann muss ich ein bisschen Dünger da auffüllen. Gut. Ja, 200 Liter müsste es sein. Sind jetzt übergeblieben. Lass mal schauen. 200 Liter. Die kriegen wir jetzt nicht mehr mit. Ist aber nicht so dramatisch. Jedenfalls ist die Maschine voll. Also lasst euch nicht täuschen von der Ansicht unten. Saatgut ist voll. Da wird jetzt nur die Kapazität vom Unimog mit dazu gerechnet. So, dann lass uns doch mal schauen, ob wir den da drauf kriegen, ob das passt. Schon ein Riesengerät. Mittig sind wir. Da können wir dann nach hinten. Ja. Wirklich bis ans Maximum. Ja, sieht recht abenteuerlich aus. Also ist schon fast ein Stück zu groß. Weiß gar nicht, können wir den nicht noch ausziehen oder so? War da dem irgendwas? Ob nicht? Nee. Okay, dann klappen wir das Ganze mal ein. Uiuiui. Gut, Spanngurte sind fest. Oh je. Nee, das haut so nicht ganz hin. Okay. Gut, das ist jetzt ordentlich in die Hose gegangen. Ich gebe es zu. Ich muss hier mal ganz kurz mit ein bisschen Superstärke aushelfen. Denn wir hängen hinten irgendwie fest. So.
Ja, ich würde sagen, das Ding ist einfach zu groß für den Tieflader. Schade eigentlich. Gut, machen wir das anders. Wir lassen den Tieflader jetzt hier stehen. Holen ihn dann später ab. Und fahren das Ganze jetzt so nach Hause. War ein bisschen anders geplant, aber so ist es nun mal. Ich überlege gerade. Ich wollte gerade schon hier Wolf anmachen, aber eigentlich können wir mal den Weg alleine fahren. Gucken, ob wir ihn finden. Meistens lasse ich hier tatsächlich Autodrive ran. So, hier sind auf jeden Fall 30 km/h. Eine wichtige Info, denn hier haben wir mal wieder einen Blitzer. Hier vorne steht er. Hier langsam vorbeigucken. Wir wollen ja nicht geblitzt werden. Das kostet wieder Geld. Okay. Dann haben wir das auch. Hier sind wieder 60 km/h erlaubt. Aber hier steht erstmal kein Blitzer. Die kommen gleich erst. Das heißt, wir können hier erstmal Vollgas geben. So, hier kommt gleich der nächste Blitzer. Wie erlaubt, 60. Gut, den Tempomat rein. Hier rechts steht er. Den haben wir gemeistert. Wunderbar. Und dann kommt gleich noch ein Blitzer. Also nämlich drei Blitzer, die wir haben, vom Shop nach Hause, zum Hof. Das ist schon viel. Oh, und was? Kurve zu eng genommen. Wir haben natürlich ein großes Gerät hinten drin. So haut das hin. Wunderbar. Ja, hier rechts ist unsere Schneiderei. So, hier sind 70 km/h erlaubt. Aber der Blitzer kommt ja später. Genau, da war unsere Schneiderei mit den ganzen, mit der ganzen Kleidung, die wir dann nächsten Monat verkaufen. Es wird ordentlich Schotter geben. So, hier sind auch 70 km/h erlaubt. Und hier kommt es gleich drauf an. Hier irgendwo stehen die Blitzer. Hier links steht einer. Gegenfahrbahn. Weiß gar nicht genau, ob jetzt in diese Richtung auch noch einer kommt. Ich glaube schon. Dann hier einfach mal ein bisschen ruhiger. Nee, ich habe jetzt keinen gesehen oder ich habe ihn übersehen, das kann sein. Auf jeden Fall kommt jetzt keiner mehr. So, dann können wir hier jetzt Gas geben. Ah, und schon wieder abbremsen. Und die Kurve haben wir wieder zu eng genommen. Sind am Gartenzaun hängen geblieben. Gut, so, wir können mal schauen. Wir wollen jetzt das Feld, das wir gegrubbert haben, ansehen. Wir machen Weizen drauf. Hatte ich ja schon in der letzten Folge gesagt, damit wir einfach unser Strohvorrat ordentlich auffüllen und auch unser Weizenvorrat auffüllen. Dann haben wir auch für die Hühner lange Zeit. Lange, lange Zeit genug Futter. Also für die Hühner und Enten. Enten haben wir ja auch. So, und da steht schon unser Arbeitstier, unser John Deere. Da vorhin abgestellt.
Der bekommt dann jetzt die Seemaschine geliefert. So, die hängen wir eben ab. So, den stellen wir eben beiseite. Ja, schaut euch das an. Noch so ein tolles Gespann, was wir jetzt haben. Große John Deere mit der großen Seemaschine. Herrlich. So, Saat auswählen. Ja, Weizen ist richtig. Das passt schon mal. Dann klappen wir hier schon mal aus. Hier eine schöne Arbeitsbreite. Sind die ähnlich für Gruber. So, dann lass mal nachschauen. Variable Saatstärke auf Auto, das passt soweit. Genau, das ist jetzt Pflanzensensor anschalten. Wollen wir, ne? Genau. Bekommen wir einen optimalen Wert für Weizen. Und dann geht das los. Ah, was haben wir in der Spitze? 18 km/h. Ja, scheint so. Klasse. Wunderbar. So, dann lassen wir den hier mal weitersehen. Wisst ihr was? Ich bin gerade geneigt. Wobei, nee, ich sehe das jetzt selber. Ich wollte gerade Cosplay anmachen, aber machen wir nicht. Ich fahre das jetzt eben selber. Macht ja auch Spaß, mit der neuen Seemaschine hier einmal rüber zu fahren. War hier wieder zwei Vorgewände, den Rest dann einfach schöne Bahn mit OCR. Und dann ist das auch relativ schnell abgefrühstückt. Und wenn ich damit fertig bin, dann würde ich sagen, hole ich euch in der nächsten Folge wieder mit dazu. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein und lasst doch gerne einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Bis dann. Ciao, ciao.